Was geht ab, Freunde? Ich wünsche euch einen wunderbaren Nachmittag und ich werde euch in diesem Video die neuen Informationen zu Season 2 und allgemein Infos zu den kommenden Events in Fortnite, sage ich mal, teilen oder berichten. Und diesmal wirklich überschlagen sich die Ereignisse und ich bin auf jeden Fall sehr gehypt. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gehypt, weil Fortnite endlich mal wieder Content raushaut, aber jetzt vom Feinsten. Und zwar, jetzt kommen wir mal zur schlechten Nachricht, wurde die Season 1 wieder verschoben. Und diesmal wird die Season 2 am 20. Februar starten. Ja, also ein weiteres, sag schnell, ein weiteres Datum für die Season 2. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich hab keine Metz, das ist denn. Jawohl, endlich bin ich, endlich bin ich. Und die Season wurde auf jeden Fall verschoben, aber aus einem guten Grund. Und zwar Fortnite möchte auf jeden Fall zu der Season 2 etwas sehr krasses raushauen. Und zwar wird Fortnite einen weiteren großen Schritt ausführen. Und mit diesem großen Schritt werden sie auf jeden Fall so viele neue Sachen raushauen zu Season 2. Und das wird auf jeden Fall das Game für immer verändern. Und das bedeutet, also ich bin gehypt, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass Fortnite das auch verkacken wird. Aber lasst uns einfach abwarten, Freunde. Und mal gucken, was Fortnite auf jeden Fall in der Season 2 auf uns, sag ich mal, auf uns bringt, auf uns zu, keine Ahnung, auf uns zukommt, ne? Und dann haben wir eine weitere Veränderung. Und zwar zu Season 2 werden wir einen weiteren Schritt machen, indem wir die Grafik des Spiels, indem die Grafik des Spiels verändert wird. Und diesmal geht Fortnite zu einer weiteren Engine rüber. Und diese Engine heißt Engine Chaos bzw. Unreal Engine. Und das wird ein bisschen realistischer sein und wird sozusagen alle Brücke, wenn man zum Beispiel jetzt allein, wenn man nur dieses Wohnmobil kaputt macht, wird das auf jeden Fall realistischer animiert und da werden auch ein bisschen Brücken runterkommen, da werden Splitter rauskommen, allein auch wenn man dieses Holz, allein wenn man den Holzkasten hier abbaut, kommen Holzsplitter raus, also es wird auf jeden Fall ein weiterer großer realistischer Schritt für Fortnite sein und ich bin auf jeden Fall sehr gehypt, aber ich habe auch Angst, wie gesagt, dass Fortnite das verkackt. Aber Fortnite möchte halt bisschen in Richtung, sag ich mal, Realität gehen und halt das Spiel bisschen realistischer gestalten. Und das wird auf jeden Fall nicht in der Season 2 passieren, sondern kurz vor der Season 2 beim Update 11.5.0. Ich denke nicht, dass jetzt das Season 2 Update, aber das wird auf jeden Fall das letzte Update, glaube ich, vor der Season 2 sein. Und gleichzeitig werden wir bei diesem Update ein zweiwöchiges Event bis zu Season 2 haben. Ich denke mal, das wird das Valentinstags-Event sein. Und da werden wir auf jeden Fall hoffentlich kostenlose Items, Herausforderungen oder sonst was bekommen. Und zurzeit läuft hier gerade immer noch das, sag schnell, chinesische Neujahr, sag ich mal. Und dafür sind jetzt die ersten Skins auf jeden Fall rausgekommen. Einmal Flink und einmal, keine Ahnung, so ein weiblicher Tiger-Skin oder sonst was. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Aber der Shop aktualisiert sich je nachdem, welches Event wir haben. Und das ist gerade eben auch passiert. Dann gibt es einen kleinen Fun-Fact. Und zwar bei Twitter hat eine offizielle Seite, ich glaube, das war Warner Bros. Oder so. Warner Bros., also die offizielle Seite, hat gepostet, also hat ein Bild gepostet, wo die Produzenten bzw. die Schauspieler von dem Film Harley Quinn oder so, keine Ahnung, gespielt haben, also die Schauspieler gepostet haben. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also da war ein Bild von den Schauspielern von diesem neuen Film von Harley Quinn oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Film heißt, aber es wird auf jeden Fall einen neuen Film von Harley Quinn geben. Und dazu hat Fortnite unter dem Beitrag beziehungsweise unter dem Post von dieser offiziellen Seite Warner Bros. Oder sonst was gepostet, sie sehen uns bald, Harley.
Und Freunde, ihr wisst, Fortnite ist sehr, sehr sparsam, wenn sie was posten. Beziehungsweise posten nicht. Okay. Also Fortnite postet nicht so bei jedem Beitrag einen Kommentar. Und Fortnite postet nur Kommentare, wenn sie irgendwas versteckt haben oder irgendwas in Zukunft mit diesem Beitrag planen oder sonst was. Und wir sehen uns bald. Harley ist sehr, sehr verdächtig für eine Kooperation zwischen Fortnite und Harley Quinn. Viele haben sich natürlich den Harley Quinn Skin und den Joker Skin bei der DC Kooperation gewünscht, beziehungsweise bei der Batman Kooperation, aber das ist natürlich nicht rausgekommen. Und viele gehen jetzt davon aus, dass Fortnite eine Kooperation mit Harley Quinn starten wird. Und das zweiwöchige Event wird dann höchstwahrscheinlich auch mit der Kooperation was zu tun haben. Also ich denke, es wird nicht Valentinstag sein, aber es wird auf jeden Fall ein Event geben, was kostenlose Items beherbergt und auch allgemein Challenges. Und bin auf jeden Fall gehypt, weil Events in Fortnite sind immer geil, unterhalten jemanden, man hat immer was zu tun, um halt, wie gesagt, um Belohnung zu kriegen oder sonst was. Wo ist der jetzt? So. Und Fortnite hat, wie gesagt, diesen Kommentar gepostet und jetzt sind viele davon ausgegangen, dass wir anstatt das vom Valentinstag-Event das Harley Quinn Kooperations-Event bekommen. Keine Ahnung, wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, abwarten und wir müssen uns halt bis zum 20. Februar gedulden und dann endlich auch die Season 2 spielen, um die Season 2 spielen zu können, das meine ich. Und ansonsten, Freunde, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Also wie gesagt, die Season wurde verschoben um 2 Wochen und die Season 2 wird jetzt offiziell, also zurzeit am 20. Februar erscheinen. Fortnite hat die Season jetzt nochmal um 2 Wochen verlängert, weil sie einen weiteren Schritt für die Realität machen wollten und halt ein bisschen das Spiel realistischer gestalten wollten. Und da, in dem werden sie halt eine neue Engine auf jeden Fall starten, beziehungsweise auf das Spiel bringen. Und diese Engine heißt Unreal Engine, beziehungsweise physische Engine Chaos. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Dann, wie gesagt, hat Warner Bros., also die offizielle Seite, ein Bild von den Schauspielern von dem neuen Harley Quinn Film gepostet. Und unter dem Beitrag hat dann Fortnite gepostet: Wir sehen uns bald, Harley. Und viele sind deshalb davon ausgegangen, dass wir eine Kooperation zwischen Fortnite und Harley Quinn bekommen. Aber wir werden ja, glaube ich, am 5. Februar das nächste große Update bekommen, wo wir dann das zweiwöchige Event bekommen werden, was Fortnite bei einem Post gesagt hat. Und anstatt vom Valentinstag-Event gehen Leute halt davon aus, dass wir eine Kooperation zwischen Fortnite und Harley Quinn bekommen. Wäre auf jeden Fall gar nicht so schlecht und würde auf jeden Fall coole Skins mit sich bringen, beziehungsweise allgemein kostenlose, schöne kosmetische Items. Okay. Oh mein Gott, nein! Alter, der hat mich so outplayed, Digga. Ich hab die Falle gar nicht kommen gesehen. Kommen sehen. Sprachenlernbubble. Freunde, ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Also wie gesagt, Fortnite hat die Season um 2 Wochen verschoben, damit sie halt ein zweiwöchiges Event raushauen können. Und damit sie auch die neue Engine, Unreal Engine, beziehungsweise die Chaos Engine testen können, damit halt sich Fortnite wie Fortnite spielen lässt. Und deswegen will Fortnite halt testen, ob das halt spielbar ist und sich wie Fortnite anfühlt. Und bei dieser Engine werden wir halt ein bisschen den Realitätsgrad ein bisschen verbessert bekommen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dann, was soll ich sagen, was gibt's noch? Wie gesagt, Warner Bros., die offizielle Seite, hat ein Bild von den
von den Schauspielern von dem neuen Harley Quinn Film gepostet, und in dem hat Fortnite kommentiert: Wir sehen uns bald, Harley. Und viele sind davon ausgegangen, anstatt dass wir jetzt das Valentinstags-Event bekommen, dass wir jetzt das Harley Quinn Kooperations-Event bekommen würden. Hat es Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe? Ich glaube nicht. Aber viele gehen davon aus, dass wir jetzt eine Kooperation bekommen in den letzten 2 Wochen vor der Season 2. Könnte sein, wäre auch nice. Also ich finde, beides könnte nice sein. Also kostenlose Items und allgemein Herausforderungen würde das Spiel ein bisschen spaßiger und unterhaltsamer machen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr krasses zu sagen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten würde ich sagen, wenn ich was vergessen habe, kommt jetzt ein Clip rein. Wenn nicht, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, abonniert nicht vergessen, Glocke aktivieren nicht vergessen. Kuss geht raus, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.